Die Anleihemärkte sind bereits in Aufruhr. Die Aktienmärkte wollen noch ein bisschen spielen. Die haben eine etwas längere Leitung. Warum sind die Anleihemärkte in Aufruhr? Weil man ahnt, hups, da kommt etwas von den Notenbanken und das global. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Und da droht jetzt so eine Art Taper Tantrum. Taper ist ja die Reduzierung der Anleihekäufe in Richtung Null. Das, was die Fed ja dann wohl bald verkünden wird, in der nächsten Woche schon verkünden wird. Und Tantrum ist ein Wutanfall, also die Wut der Märkte darüber, sowohl der Anleihenmärkte als auch eben der Aktienmärkte im Jahr 2013, als Ben Bernanke, der damalige Fed-Chef, gesagt hat, oh, wir werden mal da ein bisschen was reduzieren an Anleihekäufen. Daraufhin massive Reaktionen, vor allem am Anleihemarkt, aber auch an den Aktienmärkten. Gucken wir uns das Geschehen mal an, Mini Daumen und Herren. Wir sehen schon heftigste Bewegungen an verschiedenen Anleihemärkten, jetzt zum Beispiel in Australien. Hier hat die australische Notenbank, die RBA, gesagt, also wir werden jetzt nicht mehr Anleihen kaufen. Man wird wohl nachdenken, nachdem auch die Inflationsdaten in Australien deutlich über der Erwartung liegen, wie man hier agieren kann. Und wir sehen einen 5 Sigma One Day Move in der zweijährigen Rendite der australischen Staatsanleihen. Also eine selten gesehene Bewegung. Die Renditen steigen massiv. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Zinskurve überall fällt. Das heißt, dass der Renditeabstand zwischen kürzer laufenden Anleihen und länger laufenden Anleihen immer geringer wird. Wir sehen, dass die Erwartungen auch in den USA, dass die Fed die Zinsen anheben wird, deutlich nach oben geschossen sind. Wir sehen eben diese Verflachung der Zinskurve, wenn die dann invertiert, wenn die negativ wird, also kürzer laufende Staatsanleihen dann höher rentieren als länger laufende Staatsanleihen, dann ist das ein Zeichen für eine wohl bald kommende Rezession. Warum? Weil man eben davon ausgeht, dass die Wirtschaft sich weiter abschwächt, daher die länger laufenden Staatsanleihen, die dann nicht so von einer zum Beispiel Zinsanhebung betroffen wären, dann eben anzeigen, dass die Konjunktur absäuft. Deswegen haben wir dann oft eine solche Invertierung. Da ist es noch nicht so weit, aber wir sehen jetzt zum Beispiel bei der 530-jährigen US-Staatsanleihe den niedrigsten Spread seit März 2020. Wir sehen fast überall, dass die Zinskurve sich hier verflacht, dass also das ein, kann man sagen, globales Phänomen ist. Jetzt in den USA wichtig, dieser Vorschlag in Sachen Infrastrukturprogramm oder dieses Build Back Better Programm von Joe Biden. Da soll heute möglicherweise eine Entscheidung fallen, aber dieses ganze Programm hätte dann vielleicht auch Auswirkungen eben auf die Konjunktur, auf Inflationserwartungen, deswegen wichtig, aber es ist ohnehin schon abgespeckt. Da sind so viele Sachen rausgefallen inzwischen, dass das eigentlich eh nur noch ein Gerüst ist, irgendwo ein Skelett ist von dem, was es mal gewesen ist. Aber hier John Authors hat es auf den Punkt gebracht, eben in einem Artikel für Bloomberg, wo er sagt, die Bond Trader, die haben realisiert, dass die Zentralbanken deutlich tougher sind, als wir gedacht haben. Die haben die Muffe, die haben Panik, nachdem sie eben immer wieder gesagt haben, transitory, die Inflation, jetzt merkt man, oh, nicht so transitory, das wird viel länger dauern, also müssen wir was tun. Policy Error, ein Politikfehler sozusagen, und sie müssen möglicherweise eben in eine Abschwächung der Konjunktur hinein hier ihre Geldpolitik praktisch straffen. Wir sehen hier Atlanta Fed GDP, hatte ich gestern schon gezeigt, nur noch bei 0,2% Wachstum für das dritte Quartal. Im August waren noch 6% Wachstum erwartet. Heute bekommen wir die BIP-Daten aus den USA. Die waren ja zuletzt bei 6,7%. Für heute die Prognose bei 2,7%. Das sind die Erstveröffentlichung der Daten, die sogenannten Preliminary-Daten. Da werden wir mal sehen, wie das Ganze reinkommt. 14:30, da werden die Märkte darauf achten, bei Finanzmarktwelt. Das sind sie dabei. Wir sehen hier mal, wie von Bloomberg befragte Analysten ihre Wachstumserwartungen immer weiter runtergenommen haben. Das ging jetzt ziemlich plötzlich, das ging ziemlich schnell. Auf der anderen Seite sehen wir Zinsanhebungen weit und breit, etwa jetzt kürzlich die brasilianische Zentralbank. Und wir sehen, welche Auswirkungen das auf die Märkte hat. Wir sehen, dass die Renditen fallen. Die fallen eben für die länger laufenden Anleihen, weil man eine Wachstumsabschwächung plus Policy Error der Notenbanken erwartet. Da sehen wir, dass dann eben Value, wenn wir das jetzt mal dem Russell 2000 zubilligen in Relation zu Tech, dann deutlich schlechter performt, Zinskurve verflacht sich. Das ist schlecht für
die Banken, das heißt Probleme bei der sogenannten Fristentransformation, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass das eben Value deutlich stärker belastet. Dementsprechend sehen wir, dass Tech sich gestern besser gehalten hat. Aber wenn wir von Tech sprechen, dann sprechen wir eigentlich von drei Aktien. Wir sprechen von Microsoft, wir sprechen von Google respektive Alphabet und wir sprechen eben von Tesla, die eben den Markt gestützt haben. Hier drei Aktien reichen offenkundig nicht, um den Markt ins Plus zu schieben, so ein hämischer Kommentar. Wir sehen jetzt aber, dass jedes Mal in der letzten Handelsstunde in dieser Woche an der Wall Street die Märkte unter Druck gekommen sind. Also von Montag, Dienstag, Mittwoch, ob es heute so passiert, heute Abend ja die Zahlen von Amazon und Apple vor allem, die wir auch auf Finanzmarktwerte bringen werden. Schauen wir uns mal die Resultate an. Dow Jones 3/4%. S&P 0,5%, Nasdaq als einziger unverändert, aber die Small Caps, die sind um 2% praktisch unter Druck gekommen und wir sehen vor allem Energy und Financial, Energie gestern mit dem Ölpreisabfall, da gab es Spekulationen, dass der Iran bald wieder an den Markt kommen könnte, etc. Wir sehen Finanzwerte eben, Verflachung der Zinskurve, Materials, Industrials, also die Werte, die letztlich eine Abschwächung der Konjunktur hier negativ einpreisen, das ist eben hier klar sichtbar. Tech gucken wir uns mal an, wir sehen hier Microsoft, gucken sich mal, wie überkauft dieser Wert inzwischen ist. Massives Volumen gestern, die Aktie glaube ich 6% gestiegen oder 5%. Tesla, hier mit einem RSI, der im Bereich der 90 ist, ist das etwas, wo ich mich jetzt reinkaufen wollte? Also abgesehen von meiner Liebe zu Tesla und Elon Musk, würde ich jetzt eher nicht machen aus charttechnischen Erwägungen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Google, wie gesagt, gestern auch massiv gestiegen. Und wir sehen, dass Microsoft und Apple sich jetzt ein ganz enges Rennen liefern, beide. Jetzt fast 5 Billionen schwer, Microsoft nur noch 27 Milliarden Dollar weg von der Marktkapitalisierung von Apple. Und wo sind heutzutage schon 27 Milliarden Dollar Geld? Das passiert noch in den Märkten dann in einer Sekunde. Da werden eben mal 27 Milliarden Dollar vernichtet oder erzeugt oder wie auch immer. Jedenfalls ist das ein enges Rennen. Und sollte Apple heute enttäuschen und die Aktie dann negativ reagieren, dann könnte Microsoft eben die wertvollste Firma der Welt sehen. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, das ist die innere Struktur des Marktes. Oben sehen wir mal, wie viele Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln an der Wall Street, respektive im S&P 500. Und wir sehen, das ist wirklich wenig. Es ist also wirklich nicht eine große Marktbreite da. Wir sehen hier unten in diesem Chart von Northman Trader, sehen wir Aktien rot gestrichelt hier, die über ihrer 200-Tages-Linie handeln. Also die praktisch in irgendeiner Form in einem Aufwärtstrend sind, geht bergab, während der Index weiter steigt. Wir sehen also, der sogenannte Breadth, also die Markttiefe, die Marktbreite ist nicht vorhanden. Es sind die wenigen Großen, die die Aktienmärkte, die Indizes stützen. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Dazu müssen eben die Dinge auch wirklich gut laufen bei den Tech-Werten, sonst problemische Klumpenrisiko. Hier sehen wir mal, was die Fed hier angerichtet hat. Hier sehen wir eine extrem enge Korrelation zwischen der Bilanzsumme der Fed unten. Wir sehen eine Korrelation von 96% zu dem Margin Debt, also praktisch die Hebelung, die amerikanische Investoren in ihre Portfolios bringen. Und auf der anderen Seite eben auch die Hauspreise, die Immobilienpreise. All das hängt damit zusammen mit dieser Geldpolitik. Und wenn alles mit der Geldpolitik und der ultralaxen Geldpolitik der Liquiditätsspende zusammenhängt, dann würde ein Taper Tantrum eben all das in Frage stellen. Eben eine straffere Geldpolitik, eine tendenziell absehbare Reduzierung der Liquidität. Tapering heißt ja zunächst mal nur weniger neue Liquidität, etwas weniger neue Liquidität, schrittweise von Monat zu Monat, bis dann eben das Tapering abgeschlossen ist, gar keine neue Liquidität mehr zugeführt wird und dann möglicherweise Zinsanhebungen kommen. Also all das hängt damit zusammen und da ist zum Beispiel auch Bitcoin interessant. Die Frage hier, ist das ein Doppeltop? Ist natürlich noch sehr früh, das zu beantworten, aber da muss man über 65.000, müsste der Kurs eben steigen. Aber Bitcoin hat eine ziemlich starke Korrelation zum S&P 500, also zu den Aktienmärkten, nur mit einem Turbo integriert, nach oben wie auch nach unten. Und auch Bitcoin ist ein Liquiditätsasset wie Kryptowährungen insgesamt. Weniger Liquidität würde bedeuten, schlechte Nachricht für die Kryptowährungen. Jetzt kurzfristig eine schlechte Nachricht für einen Bitcoin-Fund. Da hat die SEC gesagt, also der darf nicht geleveraged, darf nicht gehebelt agieren.
Das wird also nicht passieren. Jetzt haben wir natürlich die grandiose Madame Lagarde, die heute mit ihrer EZB uns wieder aus Märchenländern erzählen wird, dass die Inflation ja vorübergehend sei und dass man alles im Griff hat und dass die Märkte die sogenannte Forward Guidance so gar nicht verstanden haben, also die Erwartung der EZB an die Zukunft, weil diese Zukunftserwartung eben Bullshit ist. Das ist die Message der Märkte. Aber es ist wie bei Ideologen immer, wenn die Realität anders ist als die Ideologie, dann muss die Realität geändert werden und nicht die eigene Ideologie. Dementsprechend werden wir hier Lustiges hören. Auch das, meine Damen und Herren, ab 14:30 bei Finanzmarktwelt werde ich kommentieren mit vielleicht dem einen oder anderen ironischen Kommentar dabei. Wir sehen, wenn wir jetzt mal auf die internationale Bühne kommen, nämlich nach China, wir sehen, dass die Spannungen mit Taiwan sich verschärfen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich jetzt mit einer Botschaft an ihre demokratischen Partner in der Region gewendet und gewarnt, dass China expansionistische Tendenzen habe. Gleichzeitig hat sie bestätigt, dass US-Truppen im Land sind. Das sind Ausbildungstruppen oder Truppen, die hier ausgebildet haben. Die taiwanesischen Streitkräfte, für Peking ja ein No-Go. Wir sehen, dass aus Australien der chinesische Botschafter abgereist und verschwunden ist. Also man scheint die diplomatischen Beziehungen zu Australien abzubrechen seitens der Chinesen. Und wir sehen, dass ein hoher amerikanischer General gesagt hat, dass das eine Art Sputnik-Moment ist, was die Chinesen mit dieser Hypersonic-Waffe gemacht haben, mit diesen Hypersonic-Tests. Ein Sputnik-Moment, da waren die Russen damals ja mit der Sputnik ein bisschen schneller als die Amerikaner. Daraufhin hat man alles versucht seitens der Amerikaner, jetzt im Wettlauf damals mit den Russen die Nummer 1 zu werden. Deswegen hat es man dann auch sehr, sehr eilig, um auf den Mond zu kommen, um den Russen zu zeigen, wir sind besser als ihr in China. Und da wieder zu bleiben, sehen wir, dass die Kohlepreise weiter unter Druck kommen, nachdem praktisch hier die Regulatoren eingeschritten sind. Wir sehen, dass China jetzt gegen Menschen vorgehen will, die angeblich Hortungen betreiben im Lebensmittelbereich. Spinat etwa 157% gestiegen. Kaixa, ein Immobilienentwickler, 16% jetzt gefallen in Hongkong, nachdem S&P und Fitch das Unternehmen auf CCC+ abgestuft haben. Also praktisch ziemlich tief im Junk-Bereich, sehr, sehr tief im Junk-Bereich. Und Junk sind wir noch nicht in Deutschland, aber wir sehen auch hier eine aktuelle Meldung. Auch in Deutschland gibt es ein Problem mit LKW-Fahrern. Nicht, dass wir das noch bekommen, was die Briten bekommen haben, dass also dann LKW-Fahrer fehlen, die Tankstellen nicht befüllt werden können oder Supermärkte, ganze Regale leer bleiben, weswegen da teilweise Lebensmittel oder Produktattrappen dann aufgehängt werden. Mal sehen, ob das kommt. Es könnte auch in Deutschland in den nächsten Wochen ein paar mehr leere Regale zu sehen sein. Aber vielleicht gibt es Entspannung von einer Front. Wladimir Putin hat jetzt offenkundig Gazprom angewiesen, ein bisschen mehr wieder nach Europa zu pumpen von dem Gas. Und damit sozusagen hier die Dinge wieder ein bisschen deeskalieren. Warum macht er das? Das hatte mein Kollege Claudio Kummerfeld gestern schon sehr, sehr gut antizipiert in dem Artikel Gaskrise ist nicht vorbei, warum Russland liefern einen tieferen Gaspreis sehen will. Den Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinkt nochmal zur Darstellung bringen. Finde ich sehr interessant, was da derzeit passiert. Also Putin, der geht einen sehr strategisch intelligenten und raffinierten Weg aus meiner Sicht. All das können Sie auch lesen in diesem Artikel. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Taper Tantrum, die Anleihemärkte sind bereits in Aufruhr, die Aktienmärkte eigentlich indirekt auch, man sieht es nur nicht, weil die großen Tech-Dickfische das bei den Indizes so ein bisschen schöner darstellen, als es faktisch ist. Mal sehen, was jetzt passiert, was heute mit dem BIP passiert, mit der EZB passiert, dann mit Apple und Amazon passiert. All das finden Sie auf finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich Servus und Ciao.